You lot. You spend all your time thinking about dying. Like you're gonna get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. Maybe you survive. Maybe you survive. Maybe you survive. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Aua. Kacke. Der schlechten hallo. Unterhaltung und hallo Massen und hallo Massen hallo, und herzlich willkommen zu einer zu endlich der zweiten Folge Tartes Talk. Wir alle wissen, über einem wie Jahr. Sehr ihr euch danach gesehnt habt. Die ganzen E-Mails, die uns erreicht haben diesbezüglich, dann kam Folge 2, wir wollen endlich, dass es weitergeht und ihr seid so cool und ihr seid besser als Gronkh. Wir haben euch gehört, wir haben euch erhört, denn hier sind wir wieder. Sonic hat sich auch bei der Gelegenheit direkt selbst verletzt für das Intro, also seht... du, sag mal ganz kurz, ja. 1, 2 oder 3? 3. 3, ja. Okay. Ging darum, welchen Energy Drink ich als erstes trinke. So, ja, wir behandeln heute die... Verantwortung mit rein, dass du dich mit Energy Drinks zuschüttest, geil. Aber halt dich nicht in die Kamera, sonst kriegen wir irgendwie wegen Werbesachen oder sowas das Video gesperrt. Prosit! Schmeckt nicht mal. So, wir behandeln heute das Ende Jody der Welt sozusagen. Nee, nicht John, passend nicht, zu Corona. Ja. Ja, wir nehmen das in den Zeiten von Corona auf. Es ist, ja. Und wir halten tatsächlich 1,5 Meter Abstand voneinander. Ich weiß gerade nicht, auf welche Seite ich dich setze im Video, aber... Hi! Lustig wäre es, wenn du es auf die andere Seite machst, dein Video, aber hey. Dein Video ist gespiegelt, deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, auf welcher Seite du wärst. Lass Who dich knows? Überraschen. Okay, nachdem die erste Folge, nachdem die Pilotfolge von Doctor Who von der Serie ja jetzt nicht so der Brüller war aus meiner Sicht und nicht so repräsentativ für den Rest der Staffel und warum ich die Serie so mag war, aus meiner Sicht jedenfalls. Nee, du magst die Serie nur wegen Jodie Whittaker. We now lovely calling Dr. Karen. Dr. Karen, jawohl. Der einzig gute Witz, den der Drotte je gemacht hat. Ja. First female Doctor, ja. Ja, mach weiter. Ja, aber nachdem der Doktor Rose in der ersten Folge eingesammelt hat und die beiden Ricky haben stehen lassen. Ricky? Mickey? Fuck, Mickey. Mickey, ne? Mickey. Mickey haben stehen lassen. Findet man sich, oh graus, in der TARDIS wieder, die ja bekanntermaßen von denen größer ist. Und der Doktor will halt ein bisschen angeben und sagt, wo soll's hingehen? Und Rose macht ein paar Vorschläge und dann sagt, ah, läpsch, läpsch, läpsch. Und dann sagt Rose, macht aus meiner Sicht so ein bisschen den Fehler, ja, überraschen Sie mich, machen Sie mich fertig, hauen Sie raus, was geht. Und man findet sich, oh Gott, ich kriege die Jahreszahl nicht mehr auf die Reihe. 5 Billion. Ja, aber irgendwie... Yes, into the future. 5.000.000, Apple/5, keine Ahnung. Jedenfalls ganz, 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 ganz weit in der Zukunft wieder. Und der Doktor stellt die meiner Meinung nach sehr interessante Frage. Ihr Menschen macht euch Sorgen um Seuchen, Epidemien, um Krankheit und Armut. Aber ein Gedanke kommt euch nicht. Was wäre, wenn ihr überlebt? Und zeigt Rose die Erde in der Zukunft. Aber nicht auf der Erde, sondern von der Plattform One, so eine Art Beobachtungsstation,
die um die Erde rumfliegt und eine gute Aussicht auf die Kugel wirft und bietet. Genau. Sorry, ich habe jetzt ganz viel Redeschwall, es tut mir leid, du darfst gerne fortfahren. Nee, mach ich weiter. Ich möchte gleich nur auf eine Sache hinweisen, welches, also ein Element aus dieser Folge, welches ich absolut liebe und welches im Verlauf der Doctor Who-Serie später noch vorkommt, ein bisschen bei Matt Smith vernachlässigt wurde, bei Capaldi auch, aber bei Jodie Whittaker wieder mit dabei war. Kommen wir gleich drauf zurück. Mach ruhig weiter. Bäume. Ja, dann mache ich weiter. Ja. Die Zweisamkeit, in der man den Planeten begutachtet, bleibt nicht lange eine Zweisamkeit, sondern Rückzug zu einer Dreisamkeit. Nämlich ein Mitglied der Blumen Group kommt deswegen, zumindest sieht das so aus. Der Mensch ist also komplett blau, nicht besoffen, sondern eben von blauer Hautfarbe und meckert unsere beiden Zeitreisenden an, was die denn hier zu suchen hätten. Das wäre nur für die Gäste von Platform One das Event. Und dann kommt etwas, was ich ziemlich geil finde und ich denke, darauf willst du auch hinaus. Der Doktor führt hier ein, oh Gott, klang das falsch, introduziert hier das Psychic Paper. Ja, und dieses Psychic Paper ist das großartigste Tool neben dem Sonic Screwdriver, was der Doktor überhaupt besitzt. So richtig verstanden habe ich das Prinzip nicht, aber Doch, und zwar folgendermaßen. Ist der Doktor halt überall besonnen, weiß eigentlich so gut wie alles. Und dieses Psychic Paper kann seine Gedanken sozusagen übertragen, demnach, was er sein möchte für diese Leute, denen er dieses Psychic Paper zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Psychic Paper hätte und du mich nicht kennen würdest und ich zu dir nach Hause komme, würde ich dieses Psychic Paper zeigen und das, was ich denke, was ich sein möchte, für dich, wird für dich darauf projiziert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, also wenn ich mir jetzt denke, ich will dich ausrauben, aber eigentlich bin ich nur ein Klempner, dann zeige ich das Psychic Paper und darauf wird projiziert für dich, dass ich Klempner bin. So funktioniert das Ding. So weit, so klar. Das hatte ich auch verstanden. Aber warum können dann im Laufe der Serie andere Leute über das Ding mit ihm Kontakt aufnehmen? Ich glaube, es war das Face of Bo, das ihm ein Help Me schickte. Naja gut, ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen weitergehen mit dem Face of Bo, wer Face of Bo eigentlich ist. Das kommt in dieser Folge ohnehin vor. Also im Grunde ja, aber spoilere da nicht. Ja, aber in Staffel 3... Ja, dazu dann, wenn wir in Staffel 3 sind. Nichtsdestotrotz ist es so, dass andere Wesen über dieses Psychic Paper mit ihm Kontakt aufnehmen. Und das habe ich halt nie verstanden. Wenn das Psychic Paper nur auf seine Psyche bzw. auf die Psyche des Trägers reagiert, wie können dann andere Leute damit Kontakt zu ihm aufnehmen? Das habe ich halt nie verstanden. Aber jedenfalls. Dr. Who! Ja. Jedenfalls ist dieses Ding super praktisch, weil der Doktor gibt sich als Gast der Plattform aus. Hier ist meine Einladung, das plus One, also mit Gast. Er zeigt auf Rose, das ist mein Gast, mein Plus One. Und dann geht die Party auch schon los. Es werden ganz viele unterschiedliche Aliens eingeführt, unter anderem auch besagtes Face of Bo, das ein riesiges Gesicht in einem Marmeladenglas ist, im Grunde genommen. Ja, so kann man das ungefähr sagen, ja. Es werden ein paar Leute in Kutten, die überhaupt nicht verdächtig wirken und überhaupt keine bedrohliche Stimme haben. Hier, ein Gegenstand unserer... Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch genannt wird. A token of our... irgendwas. Appreciation. Also wie gesagt, überhaupt nicht bedrohlich oder negativ auffallend oder verdächtig, was das betrifft. Zudem haben wir Baummenschen. Mhm. Irgendeinen kleinen Blob, Das ist der Schatzmeister von irgendwas. Ich habe auch schon wieder vergessen von was, aber der ist irgendein Schatzmeister. Und The Last Human. Der letzte Cassandra. Mensch der Erde. Cassandra. Cassandra. Oder wie wir sie auch liebevoll nennen, das Trampolin. Ja, denn sie ist eins. Ja.
Ja, basically. Sie ist einfach nur noch ein Hautfetzen, Hautlappen mit Augen und Mund und ihr Gehirn ist darüber sogar irgendwo in einem Einmachglas unter ihr. Genau, verbunden und sie muss sich, wie heißt es auf Deutsch? Auf Englisch heißt es Moisturize. Befeuchte dich. Ja, man muss also ihre Haut ständig befeuchten, weil sonst trocknet sie aus. Ja. Und sie bringt, weil das irgendwie gang und gäbe bei dieser Party ist, Geschenke mit. Geschenke. Der Doktor hat übrigens auch ein Geschenk, und zwar Luft aus seinen Lungen. Ja, genau. Haucht also die ganzen Aliens erstmal an. Wunderbar in der Corona-Pandemie. Ist perfekt, was man genau machen aber sollte. Aber ich liebe dabei Chris Ecclestons Mimik. Also diese Deadpan Art und Weise drauf, weißt du? Das, ich stehe total drauf, wenn du das machst. Ja, was mir halt besonders auffällt, so, vor allem in den ersten Folgen noch, ist, dass der mega Spaß hat an dem, was er macht. Ja, definitiv. Mega Spaß an dieser Rolle hat auch vor allem. Und er die Rolle zwar irgendwo schon ernst nimmt, aber in den meisten Situationen, da wo es aber auch wirklich passt, feiert und überhaupt nicht ernst nimmt. Ja. Er weiß, er ist dieser Time Lord, der schon über 600 Jahre lebt. Ist er da nicht schon über 900 Jahre alt? Nee, das war bei David Tennant. Ja, aber von Eccleston auf Tennant vergehen einige Jahre. Egal, alt. Immer von Tennant auf Matt Smith waren auch 400. Ja, aber das wird storymäßig erklärt. Ist ja auch egal. Er ist alt. Und Cassandra bringt halt so einige Geschenke mit. wie eine Jukebox. Nein, ein iPod. Sie nennt es ein iPod. Ja, eine riesige Jukebox. Sie nennt es halt iPod, aber weil die Aliens halt von nichts eine Ahnung haben, glauben die das natürlich. Ja, und weil das Ding schon ein paar Millionen Jahre alt ist. Und mit den cheesigsten 2000-Songs. Hey, also Moment. Nichts gegen Tainted Love von Eurythmics, ja? War da Tainted Love das mit dabei? Ich war weiß es nicht Love, mehr. Ja. Das ich war so glaube, schön, weil Rose bekam da halt diesen Kulturschock von wegen, wo die ganzen verschiedenen Zeitebenen und Aliens und so aufeinandertreffen. Und in dem Augenblick kommt halt die Strophe. Sometimes I feel I've got to run away, got to. Weißt du? Ja gut, was ich halt nur irgendwie, ich glaube, ein Song war auch Britney Spears, kann das sein? Toxic. Ja, das meine ich mit cheesy 2000 Songs. Okay. Gut, ich mag auch Britney Spears nicht. Aber der und? Doktor feiert halt, der groovt da so ganz gut mit und so. Und unsere Robenleute haben auch Geschenke mit dabei. Und zwar kleine Kügelchen. You're the gift of our appreciation. Ja. Was sich später natürlich aber sehr schnell herausstellt als ich hätte sie jetzt mechanische Spinnen genannt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ja, kann man also, aber sagen, so haben nur vier Finger, vier Beine, aber passt schon. Die sind Halbspinnen. Mechanische Halbspinnen. Ja. Und oh nein, die Leute in den schwarzen Kunden mit der gruseligen Stimme sind böse. Sind sie das? Irgendwie schon. Na, dazu kommen wir später noch, weil ich finde die nicht wirklich als böse, weil. Dann kommen wir gleich noch drauf. Genau. Rose reagiert während dieses Overkills dann eindrücken subtil. Sie nimmt Reis aus und zieht sich in einen Bereich zurück, wo sie halt mal für sich sein kann und ein bisschen pausieren kann und ein bisschen Abstand von dem ganzen Kram nehmen kann. Und dann kommt ein weiteres Mitglied der Blue Man Group bzw. der Blue Girl Group rein und Rose spricht sie an. Und muss ihr allerdings Erlaubnis geben, dass sie auch antworten darf. Was sie auch tut und stellt sich heraus, sie ist eine ordinäre Klempnerin. Und Rose, die ja, wie wir letztes Mal gesagt hatten, so aus der normalen Mittelschicht kommt, ist sehr beruhigt, dass es wirklich noch sowas Simples wie Klempner gibt. Und das gibt ihr wieder ein bisschen Ruhe damit rein und sie schafft es zumindest halbwegs, sich mit der Gesamtsituation zu arrangieren.
Genau. Währenddessen hatte ich so das Gefühl, freunden sich Frau Baum und der Doktor sehr an. Ja, definitiv. Frau Baum ist aber auch in der Hinsicht, versucht definitiv herauszufinden, wer der Doktor ist. Schafft es auch und später konfrontiert sie ihn sogar damit. Das war aber so eine Sache, die ich nie so richtig verstanden habe. Die Time Lords gelten ja bekanntermaßen als ausgestorben. Aber er hat da kein Geheimnis draus gemacht, dass er einer ist. Gut, er ist jetzt nicht mit dem Schild um den Hals durch die Gegend gerannt und gesagt, hey, guck mal, ich bin Time Lord. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, außer dafür, dass das für den Zuschauer und die Zuschauerin eine sinnvolle Information ist und dass das nicht sein kann, dass der noch existiert und bla, schien mir das immer merkwürdig, weil die Time Lords doch eigentlich kein Geheimnis im Universum darstellen. Die sind ja keine Superhelden oder so. Nee, das nicht. Was halt für unseren Baummenschen, unsere Baumfrau sehr komisch war, ist, dass er eben noch existiert, eben weil sie eigentlich alle ausgelöscht worden sind durch den großen Time War, auf den wir viel später noch irgendwann Bezug nehmen viel werden. Viel später auch nicht, in Folge 6. Das ist ja erst in 5 Jahren. Richtig. Und ja, aber ich meine jetzt in den Actual Time War, wenn wir auf das 50-jährige Jubiläum zu sprechen kommen. Oh ja, 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 ja. Da hieß es immer, auch für alle anderen, die Time Lords sind komplett ausgestorben. Und zwar restlos. Restlos. Und dafür ist es, und da denke ich mal, war halt die große Verwunderung, ja, okay, da lebt noch einer. What the fuck? Diese Folge wirft im Grunde genommen auch ein sehr interessantes, charakterisierendes Bild auf den Doktor, weil er hat ja seine Herkunft und wer er eigentlich ist, immer so ein bisschen mystifiziert. Er hat also nicht gesagt, hier, ich bin Time Lord von Planeten Gallifrey, sondern er hat halt nicht wirklich drüber gesprochen, nicht weil es ein Geheimnis ist, sondern einfach, weil er war gerade regeneriert in der ersten Folge und hat da gerade den Time War noch erlebt und er war einfach, ich behaupte ganz gerne, dass er gerade einfach ein bisschen traumatisiert war und deswegen nicht so richtig darüber sprechen konnte, weil einfach noch es zu frisch war, too soon würde man auf Englisch sagen. Und das wirft, finde ich, ein recht angenehmes Bild auf den Doktor, dass er trotz der Leichtherzigkeit, die er versucht an den Tag zu legen, doch ein verletzlicher Charakter ist. Das hat mir also eigentlich ganz gut gefallen. Definitiv. Wow, das war jetzt die plötzliche psychologische Analyse. Ach ja, übrigens, hier, Miss Klempnerin, Miss Mario. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Mit der passiert auch noch was. Ja, ich weiß, da wären wir jetzt das nächste drauf gekommen. Also, ich zumindest. Weiß nicht, wie es dir so geht. Miss Klempnerin geht ihre Arbeit nach, indem sie klempnert. Weil es gibt immer mal wieder Störungen auf der Station und sie soll halt mal in die Eingeweide von dem Ding vordringen und gucken, was überhaupt los ist, warum so viele Fehlfunktionen auftreten. Diese blöden Toads immer wieder. Macht auf und guckt und da sehen wir unsere kleinen Freunde, die Spinnchen wieder. Und die Klempnerin, die das Vieh eigentlich ganz süß zu finden scheint, stellt fest, dass sich jetzt nicht nur ein Spinnentier, es sind irgendwie 17 oder so. Und das ist auch das Letzte, was sie sieht, denn sie wird dann in den Luftschacht hineingezogen und nie wieder gesehen. Deswegen wir davon ausgehen müssen, dass sie... I would really, really, really love to show you right now. Und mein Internet ist weg. You probably can't even hear me. Hörst du mich noch? Wir sind wieder da. Das war jetzt eine eher unreife Leistung. Mein komplettes Internet war weg. Schade.
Aber wie ich mitbekommen habe, hat der Sonic euch gut unterhalten. Und ja, danke an dieser Stelle, Sonic. Namaste. Ja, das meiste wird sowieso am Ende des Videos, glaube ich, dann gezeigt. Ja, yeah, wenn überhaupt. Nein, bevor wir weitermachen, also gesagt, Pinnys Internet ist komplett ausgefallen gerade, deswegen habt ihr dann auch gerade so ein Meanwhile-Video gesehen, was ich gerade gesagt habe, währenddessen er noch weitergelabert hat. Ja. Und danach. Er weitergelabert hat. Danach habe ich tatsächlich noch ganze 12 Minuten selber irgendwas gemacht. Das war ein Erlebnis. Ich habe selber erst im Nachhinein beim Editieren mitbekommen, aber es war großartig. So now, what can I tell you? It's going to be in the outtakes. It's going to be in the long, long outtakes. Er wird doch schon irgendwas Nettes zusammenschneiden, bestimmt. Vielleicht macht er auch einen Remix. Da ist ein Beat. Bau was draus. Lovely. Lovely, lovely, lovely. Hey, komm, lass uns aufnehmen. Dann hatte ich Startschwierigkeiten, weswegen wir eine ganze Stunde später aufgenommen haben. Jetzt hat er Probleme. Heute ist der Tag der Aufnahme. Das ist gut. Alles so. Kommt alles in die Outtakes rein. Kommt alles in die Outtakes rein. Weil die Outtakes bestehen nur aus meinem Gesicht. Woo! Geil! Ich glaube, ich sollte wieder streamen. Ich sollte wieder anfangen zu streamen. Das ist meine Kamera. Das ist mein Handy. Ich komme mir so dumm vor gerade. Apropos, zweiter Mann der Film kommt bald wieder. Ich liebe euch alle, wirklich, ich liebe euch. Aber Dennis, komm zurück, verdammt! Ja, also von daher. Ja, deswegen Inconsistency am Arsch. Meine Armbänder sind weg, weil sie mir doch ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Kurzum, wir sind wieder da und wir steigen da ein, wo wir aufgehört haben. Ich bin gleich wieder da. Das lassen wir sowas von drin. Ja, jetzt habe ich euch mal wirklich, also er sagt, das lassen wir sowas von drin. Also da habe ich euch jetzt mal wirklich, ach Mann, ey. Unsere Aufnahmen sind eigentlich grundlegend von irgendwas immer gestört. Immer. Und ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwie nervt es mich selber so ein bisschen. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man sich diesen Bart stehen lassen kann, dazu gibt es nur eine Frage. Seid ihr männlich? Nein, ist scheißegal. Guck mal, der Pini zum Beispiel, der kann sich nicht so einen schönen Bart stehen lassen wie ich. Der ist einfach eine Pussy. Du weißt, ich höre dich die ganze Zeit, oder? Natürlich hörst du mich die ganze Zeit. Er ist einfach eine Pussy. Und deswegen kann er das halt nicht. Vielleicht lege ich auch Wert darauf, ein gepflegtes Äußeres mit mir rumzutragen. Ich habe ein gepflegtes Äußeres. Ja, aber keinen gepflegten Bart. Das ist ein sehr gepflegter Bart. Der vielleicht, aber nicht die 3-Tage-Stoppeln drum zu. Diese 3-Tage-Stoppeln, Jetzt sag nicht, dass die Absicht sind, dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Die sind tatsächlich Absicht. Weil ich mag tatsächlich dieses Clean Shaven nicht. Das ist sowas von weg. Und deswegen, ich brauche irgendwas im Gesicht an Haaren. Und, So! Mein Gott, jetzt siehst du aus wie Robotnik, ey. Dein Kinn sieht aus wie Robotniks Kopf. So, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hattest. Ich habe darüber berichtet, wie die Klempnerine ums Leben gekommen ist, mutmaßlich. Okay. Die Dame von der Blue Woman Group? Okay. Go ahead. Ja, und nachdem also die Klempnerin von den Spinnen in den Luftschacht gezogen wird, ist auch ganz schnell die Kacke auf Plattform 1 am Dampfen. Weil die Spinnen übernehmen so nach und nach immer mehr Funktionen. Sie bringen den Hauptportier, den blauen Typen ganz von Anfang, bringen sie um. Indem sie die Schutzschilde runterfahren und daraufhin die Sonne sehr, sehr tödliche Strahlen da reinbringen. Was wir nämlich noch gar nicht erzählt haben. Haha, warum ist der Doktor mit Rose überhaupt auf Plattform 1?
Die sind nämlich da, um zu gucken, wie die Erde kaputt geht. Richtig, deswegen auch The Last Human, Cassandra. Und ja, die Erde soll halt sterben, indem die Sonne sich ausweitet und dadurch ja praktisch das Sonnensystem so ein bisschen kaputt schrottet. Und Plattform One ist da, damit alle Leute sich das angucken können. Blöd nur, wenn dann die Schutzschilde von der eh schon verstärkten Sonnenstrahlung runtergefahren werden. Und alles, was dann nicht hinter einem Schutzschild ist, wird gegrillt. Wie der arme Chef von Plattform One am eigenen Leib erfahren muss. Weil er wird gegrillt und das ist nicht gerade angenehm. Was man dazu sagen muss, bei Doctor Who gibt es immer einen Quotentoten. Immer. Ja, mindestens einen. Immer. Ja, also außer der Doktor hat sich ist es die Folge mit, außer ist es die Staffel mit Jodie Whittaker, die hat, glaube ich, sehr wenig Tote. Im Vergleich. Ich weiß gar nicht, wie es bei Dr. Karen ist. Ich habe den Eindruck, der Bodycount ist deutlich geringer. Aber das werden wir sehen, wenn wir da sind, also irgendwie in 9 Jahren oder so. Jedenfalls. Fährt der Sonic jetzt fort, wie es weitergeht? Ich habe gerade einen kleinen Durchhänger. Ich wollte gerade schon wieder sagen, ist er schon wieder weg oder so? Nein, er ist noch da, er ist noch da. Ja, von dem bekommt die ganze Crew eigentlich aber so weit gar nichts mit. Also nicht, dass die Klempnerine weg ist, bekommen nicht mit, dass Mr. Blue Man Group weg ist. Und ja, nachdem Rose und der Doktor dann eine kleine Unterhaltung hatten darüber, was die Erde für sie eigentlich, also für Rose eigentlich bedeutet und sie so langsam mal kapiert, wo sie eigentlich sind, möchte. Und was für Möglichkeiten das alles mit sich hat. Was für Möglichkeiten das alles hat. Zeitreisen und so. Genau. Möchte Rose auch gerne erfahren, wer der Doktor eigentlich wirklich ist. Der Doktor lässt sich da aber weniger drauf ein. Weil dann, Schmerz, weil tut weh, weil. Richtig. Und ja, das Ganze wird aber komischerweise wieder schnell vergessen, denn dann möchte Rose unbedingt ihre Mutter anrufen, was natürlich 5 Billionen Jahre in der Zukunft nicht ganz so einfach ist. Aber der Doktor nimmt seinen magischen Screwdriver. Aha. Und funktioniert ihr Handy mit einem speziellen Akku um, sodass man auch durch die Zeit telefonieren kann. Will ich unbedingt haben, das Ding. Ohne Scheiß. Ich muss leider Gottes sagen, dass das einer dieser Momente ist, wo Rose nicht unbedingt das schärfste Messer im Schrank zu sein scheint. Natürlich, das ist Rose. Rose ist eigentlich nicht dumm, aber manchmal hat sie so Momente, wo man denkt, schlaf weiter. Ja, sie ruft dann durch die Zeit hinweg ihre Mutti an. Ihrer Mutti geht's gut. Und ja, so langsam bahnt sich da aber wohl doch was an beim Doktor. Wobei ich sagen muss, der Spruch, den er danach dem Telefonat reißt, den finde ich bis heute geil. Warte, bis du die Rechnung bekommst. Ja, stimmt. Die Rechnung. Die Rechnung durch die Zeit. Oh boy. Ja, aber wie geht's weiter? Ja, alles wird zu Schrott. Die Plattform verliert an Struktur und an Energie und an Schutz und alle auf der Plattform drohen zu verrecken. Und das alles wegen den Spinnenviechern. Und ja, von wem die Spinnen. Ich muss bitte? Und von wem die Spinnenviecher kommen, wissen wir ja. Von den kostümierten Typen. Gar nicht verdächtig wirkenden Leuten. Mit ihren komischen KKK Roben. Und der total sanften und freundlichen Stimmen. Und deswegen machen sich der Doktor und der Frau Baum. Baumfrau auf den Weg und versuchen irgendwie herauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Denn der Doktor hat so langsam Wind davon bekommen, dass irgendwas falsch ist, dass Leute doch irgendwo komischerweise verschwinden. Und
Ja, und vor allem, dass halt die Station so, wenn sie nicht wieder aufgedingst wird, wieder aufgeladen wird, dass die dann durch die Sonnenexpansion geschrotet wird und alles, was auf ihr ist. Richtig. Und es kommt halt nicht so geil. Infolgedessen bekommen wir nochmal gesehen, wie Rose sich wieder in ein einzelnes Zimmer sperrt. Ja. Ich habe schon gesagt, nicht das schärfste Messer und so, aber... Nee, sie wird gar nicht ins... Also sie sperrt sich nicht selbst, sondern sie wird in das Zimmer gebracht, weil sie doch überfallen wird. Tür zu, Affe tot, Schilde runter und Rose läuft Gefahr, das Schicksal des Concierges zu teilen. Währenddessen kriegen wir aber so ein kleines Gespräch zwischen Baumfrau und Doktor mit, weil Baumfrau ja herausgefunden hat, wer der Doktor eigentlich wirklich ist. Ja. Kriegen zum ersten Mal etwas mehr Emotionen des Doktors mit. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, ganz nebenbei. Also das fand ich durchaus eine emotional bewegende Dialog. Und ich finde das... so wie du sagtest, durchaus verdammt emotional, weil der Doktor nichts sagt. Richtig. Man sieht alles an seinem Gesichtsausdruck. Eben. Und die Träne. Ja. Und das zeigt meiner Meinung nach, was für ein verflucht guter Schauspieler Eccleston ist, dass er das alles so rüberbringt. Genau. Den Schmerz, den Verlust, die gleichzeitig aber auch die Wut. Dieses ganze sich gegenseitig bekämpfende, entgegenstehende Emotionspotpourri, das da die ganze Zeit durch ihn durchfuhrwerkt. Und das alles sieht man an seinem Gesicht. Und Alter, krass. Ja, definitiv. Und dann merken die beiden auch ganz schnell, wer eigentlich dahinter steckt. Und Spoiler, es sind nicht die Jungs in den Kutten. Naja, irgendwie auch doch, aber irgendwie auch nicht. Genau, denn der Doktor schnappt sich halt so eine kleine mechanische Spinne. Und reißt ihr den Arm aus. Ja, aber nicht die Spinne. Quatsch, nicht die Spinne, ne? So einem Kuttenträger. Genau, nachdem der Doktor die Spinne so umprogrammiert hat, dass die Spinne zu den Mama, Papa geht. Zu den Machern. Zu Herrchen. Genau. Oder Frauchen. Bitteschön, mach weiter. Der Doktor reißt also, wie gesagt, einem von den Kundenträgern den Arm aus und es stellt sich heraus, es ist halt kein tatsächlicher Kundenträger, sondern es sind Roboter. Genau. Und wem gehören diese Roboter? Wie sich herausstellt, gehören sie Lady Cassandra, Lady Trampolin, Lady Gesichtslifting Massacre. Um das ganz kurz für dich nochmal, du hast es ja auch im Editing schon wahrscheinlich dann gesehen. Als ich die DVD-Box durchgegangen bin, habe ich ein Bild von Lady Cassandra im Handbüchlein gesehen und habe es den Leuten gezeigt, wie es aussieht. Okay. Entweder seht ihr das inmitten der Folge oder halt am Ende. Vielleicht schneide ich es auch irgendwo ein Bild von ihr rein oder so. Wir sind ja durchaus medienfähig. Mal sehen. Sagt Herr Medienfähig. BBC, bitte verklag uns nicht. Cassandra ist lustig und teleportiert sich davon. Richtig. Aber nicht ohne den ganzen Leuten, den ganzen Aliens natürlich ein Geschenk zu hinterlassen. Und zwar herunterfahrende Schutzschilde überall. Was? Und zwar? Herunterfahrende Schutzschilde überall. Genau. Und um das zu verhindern, gehen der Doktor und seine Freundin der Baum ganz tief in den Keller von Platform One, um zu verhindern, dass die Schutzschilde, also um die Energie für die Schutzschilde wieder richtig zu lenken und in die richtigen Bahnen zu leiten, damit nicht alle sterben. Ich meine, ich finde die Aktion an sich sehr freundlich von ihm. Ein Problem dabei ist, da wo man das machen kann, wo der Schalter dafür ist, ist sehr sinnvollerweise eine Brücke mit
drei riesengroßen fucking Propellern oder Schiffsschrauben oder Ventilatoren, Turbinen, die für die Belüftung zuständig sind. Was? Turbinen nennt sich sowas. Nein, die Turbine ist das ganze Ding. Es geht ja nur um die Drehdinger. Jedenfalls, ihr könnt euch das wie eine Turbine vorstellen. Ja, gut, von mir aus. Und diese Dinger sind eigentlich für die Belüftung und für die Kühlung der gesamten Station zuständig, was ich schon beim ersten Gucken total aufgesetzt fand und das auch eigentlich nur schwer zu verteidigen ist, weil die Dinger können verlangsamt werden, dass man halt zu dem lebenswichtigen Schalter, der die Schilde wieder hochfährt, nur kommt, indem man an diesen Ventilatoren vorbeikommt. Und diese Ventilatoren können nur verlangsamt werden, wenn man einen Schalter zieht. Und zwar gezogen hält. No. Wenn da der Schalter nicht gezogen bleibt, werden die Dinger wieder schneller, dass man auf jeden Fall geschaschlickt wird. Ja, wer liebt, der schiebt, beziehungsweise zieht in diesem Fall. Mein Freund der Baum zieht den Schalter. Es wird deutlich wärmer, der Doktor muss sich also beeilen, weil der Baum sonst abfackelt, weil er ist aus Holz, sie ist aus Holz, wie auch immer. Der Baum ist aus Holz. Die ersten beiden klappen, dann fackelt der Baum nieder und ist tot. Die nächste Quotentote. Und der Ventilator geht wieder schneller. Sehr schnell. Und da kommen wir zu einer meiner Lieblingsszenen in diesem ganzen, in dieser ganzen Folge. Und zwar, da der Doktor ein Time Lord ist. Und wir haben in der ersten Folge ja schon sehr gut erklärt bekommen, wie der Doktor seine Umwelt und generell alles wahrnimmt, schließt der Doktor seine Augen, fühlt den Moment, fühlt die Zeit, fühlt die Turbine. Ganz kurz, währenddessen sehen wir die ganze Zeit vor ihm, wie diese Turbine vor ihm immer entlang flippert. Und das schneller und schneller und schneller. Er fühlt es, macht einen Schritt vor und ist durch. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Folge. Ja, teile ich mit dir. Bin ich ganz bei dir. Ja. Und ja, er drückt also das Knöpfchen. Ja. Die Schilde fahren wieder hoch. Wir haben die ganze Zeit Zwischenschnitte von Rose, die fast gegrillt wird, in dem Versuch, nicht gegrillt zu werden. Und ja, die Schilde stabilisieren sich wieder, alles ist gut und der Doktor kehrt ziemlich angefressen zu der Aussichtsplattform zurück, wo die ganzen Aliens rumstehen. Dazu muss man noch dazu sagen, einige Aliens sind tatsächlich gestorben. Ja. Unter anderem unser kleiner Blob. Ja. Und ja, er schafft es also, den Sender von Cassandra, weil wenn man sich teleportieren will, braucht man einen Sender und einen Fixpunkt, an dem sich der Teleporter orientiert. So erklären die das zumindest. Und der Doktor findet also besagten Fixpunkt auf der Plattform und schafft es auf die Weise, Cassandra wieder zurück zu teleportieren. Da es nun aber ziemlich, ziemlich, ziemlich warm ist auf der Aussichtsplattform und er nur Cassandra zurück teleportiert und nicht ihre Leute, die sie befeuchten. Und wir alle wissen, was mit Hautfetzen passiert, wenn die nicht regelmäßig befeuchtet werden, ist auch irgendwann die Zeit für Cassandra gekommen, das Zeitliche zu segnen. Das heißt, ihr Hautfetzen, den sie noch als Gesicht hat, ihr habt es ja gesehen oder ihr werdet es noch sehen, explodiert in die Kamera. Basically, genau. Und da fand ich den Spruch vom Doktor wirklich sehr angemessen auch. Irgendwann hat alles seine Zeit. Everything comes to an end. Oder has to come to an end. Und ja. Was sich 15 Jahre später dann auch bewahrheiten soll. Aber das ist eine andere Geschichte. Dr. Karen! ja, er lässt somit Cassandra sterben. Man könnte jetzt auf Totschlag plädieren, aber who cares? Für mich war das Selbstverteidigung. Also, fand ich völlig im Rahmen. Auch wenn Rose tatsächlich ihn gebeten hatte, Cassandra vielleicht doch zu schonen, aber
hey, this isn't the last time we see Cassandra, so... Nope. She will be back. Und ja, dann ist die Folge auch fast vorbei. Doktor und Rose begeben sich wieder auf die Erde zurück in die... in unsere Zeit, also in die Zeit 2005. Also und, in Rose' eigene Zeit, könnte man sagen. Genau, und der Doktor öffnet sich dann doch so ein bisschen gegenüber Rose, sagt, dass er der Letzte ist, dass es einen großen Krieg gab. Und dass er es wissen würde, wenn ein Time Lord überlebt hätte, dass er das fühlen würde. Genau. Es wird also quasi angedeutet, dass eine gewisse mentale Verbindung zwischen den Time Lords insgesamt besteht, was ich sehr interessant finde und was auch noch ein bisschen wichtig wird. Genau. Und dann sagt er, dass er halt, wie gesagt, alleine ist. Und dann meinte Rose, ja, aber du hast doch mich. Und dann kommen die beide auf die Idee, Pommes zu fressen. Und, ja, eigentlich sollte der Doktor was ausgeben. Der Doktor hat aber kein Geld, deswegen muss Rose ausgeben. Hey, Gleichberechtigung. Ja. Und ja, damit endet die Folge auch. Und dann geht's eigentlich auch schon in Folge 3, die wir für die nächste Folge haben. Genau, nächstes Jahr dann. Overall muss ich sagen, die Folge The End of the World ist so meh. Wir haben einige Low-Stellen, wir haben einige sehr gute Szenen, einige, sogar eine meiner Lieblingsszenen aus dem kompletten Who-Universum ist mit dabei, eben das mit der Turbine. Oder wo der Doktor wirklich wortlos genau das zeigt, was Schmerz ist und Verlust ist. Ansonsten war die Folge, ja, yeah, sie war da. Sie hat einen Grundstein gelegt für einen Bösewichten, der später noch mal wiederkommt. Okay. Sie hat auch irgendwo gezeigt, was mit der Erde passieren kann, aber er ist sehr weit weg oder beziehungsweise, ja. Sagen wir, sie hat es besser gemacht als Orphan 55. Was mit der Welt passieren kann, wenn wir einfach careless sind. Ist das schlimm, dass ich keine Ahnung habe, wovon du da redest? Orphan 55 ist die Welt, wie sie wird, wenn wir sie nicht. Von Dr. Karen, die Folge. Oh Gott. Orphan 55, so nannte sich die Folge. Ja, also, ja, du weißt, was ich meine? The End of the World ist da ein wesentlich besseres Beispiel und eine wesentlich bessere Umsetzung von Orphan 55, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Orphan 55 ist die Kontradiktion der zweiten Folge der 2005er... Das 2005er Reboots, ja. Also man retconnt da einiges. Aber dazu kommen wir noch viel später. Alles in allem würde ich tatsächlich, glaube ich, der Folge 6 Metallspindchen geben von 10. Ich bin, was die Wertung betrifft, durchaus bei dir. So 6 bis 7 Metallspindchen von 10 würde ich mich dir anschließen. Wow, das sind dann 24 bis 28 Metallspindchen Beinchen. Was ich sagen will ist, ich kann tatsächlich verstehen, dass du diese Folge nicht so toll findest. Die Folge hat nämlich ein eklatantes Problem. Sie zieht sich. Sie zieht sich wie ein schlechter Kaugummi. Es sind sehr viele Längen drin, die überhaupt nichts zum Overall-Story-Shit beitragen. Auf der anderen Seite vertieft gerade diese Folge die Doctor Who-Lore, wenn man von so einer sprechen kann, auf sehr wichtige Art und Weise. Und insofern halte ich diese Folge für eine extrem wichtige Ergänzung zu dem ganzen Lore, zu dem ganzen Grundstein, den die Eccleston-Staffel gelegt hat. Ich finde, sie ist eine bessere Folge als Rose, also als die allererste Folge, einfach weil das Doctor Who-Feeling besser rüberkommt. Wir haben Aliens, wir haben Weltraum, wir haben Zeug. Und das
Ich kann verstehen, dass Rose als Einführungsfolge genutzt wurde, aber jetzt so back-to-back, muss ich sagen, fand ich Ende der Welt die bessere Folge, um neue Zuschauer und Zuschauerinnen zu gewinnen, als es bei Rose der Fall war. Aber wie gesagt, bei der Wertung 6 bis 7 von 10 würde ich tatsächlich mit dir übereinstimmen, aus besagten Gründen. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit der TARDIS-Talk-Folge. In der Tat, das Einzige, ja, was mir noch zu sagen bleibt, ist, nächstes Jahr bekommt ihr dann die dritte Folge. Nein, im Ernst, dazu vielleicht ganz kurz ein Wort. Es ist im letzten Jahr, es ist eine Menge Scheiße passiert, es ist eine Menge Kompliziertes passiert, es ist Corona passiert und es ist viel passiert. Wow, wow. Ja, sorry. Und ja, wir hoffen, dass wir das jetzt in Zukunft schneller hinbekommen. Wir versprechen es nicht, weil wir haben es letztes Mal versprochen und haben uns nicht dran gehalten. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Richtig. Aber wir werden es versuchen. So viel können wir versprechen. Ich persönlich verspreche auch so viel. Und ja, bleibt uns trotzdem gewogen. Toi, toi, toi. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist wirklich ziemlich viel passiert in diesem Jahr zwischen TARDIS Talk Folge 1 und Folge 2. Viel Shit, wenig Gutes. Und jetzt so langsam sollte sich das Ganze einigermaßen legen, wo man sagen kann, okay, jetzt hat man so ein bisschen den Kopf, um mal was aufzunehmen. So hat man ein bisschen den Kopf, um Kontinuität sich anzuschauen. Und so. Und man hat auch die Kraft, sich vor die Kamera zu setzen und zu sagen, jetzt bin ich für die Stunde vergesse ich alles um mich herum und bin einfach lustig und hab Spaß und lass mich vom Flow gleiten. Ganz genau. Ich frage den Flo mal, was er davon hält, weil der ist manchmal nicht so gut drauf. Florian! Was? Was hält? Ach, okay. Witz abgebrochen, der war schlecht. Sorry, tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür und tue es nicht mehr. Das sind meine Witze noch besser. Das tut mir leid. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.